Einen wunderschönen guten Tag zusammen zum Webinar Praxis mit Optionen. Das Ganze mit dem Optionsexperten Thorsten Eberhardt von Options for Winners. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier begrüßen. Ich bin gespannt, was der Thorsten mitgebracht hat, was er zu zeigen hat, was er macht. Ja, Märkte haben jetzt geöffnet. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich bin mal gespannt, was gleich passiert. Aber bevor ich hier den Bildschirm an den Thorsten übergebe, ganz wichtig, wie bei jedem FX Flat Webinar, das Ganze dient natürlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte nichts des gleich Gezeigten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ganz gleich, ob der Thorsten handeln sollte, was er analysiert, hin oder her. Am Ende müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ganz wichtig, vorweg immer von uns zu sagen. So. Das kleine Intro und der Risikohinweis. Und dann würde ich sagen, klaue ich dir gar nicht viel Zeit, Thorsten. Mach dich einmal zum Moderator. Jetzt können wir loslegen. So, das sieht bei gut aus. Alles klar. Sehr gut. Diesmal ist mal das Problem, wenn man viele Bildschirme hat, den richtigen zu finden. Ja. Sehr gut. Okidoki. Danke ich wie immer für die Einladung von FX Flat, dass ich hier sozusagen präsentieren darf. Wir haben heute den 19.10.22. Der ein oder andere, der auch vielleicht schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, der erinnert sich vielleicht, was war an dem 19.10.? Ja, 19.10.1987, da war ja der schwarze Montag. Ja, ein Tag, dem der ein oder andere vielleicht eher weniger gut in Erinnerung blieb. Ich hatte das Glück, sagen wir es mal so, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht in der Lage zu traden, beziehungsweise altersbedingt war es noch nicht möglich, 1987 für mich, also so alt bin ich nämlich auch noch nicht, aber das ruft natürlich auch immer wieder in Erinnerung, was alles passieren kann. Wir hoffen mal, dass es heute nicht der Fall sein wird, es sieht zumindest nicht danach aus. Ja, wenn wir uns jetzt mal hier anschauen, ich habe jetzt mal kurz das Handelsblatt hier geöffnet und die Termine, Konjunktur, wenn wir uns da mal kurz reinschauen. Was war heute schon? Heute war schon die Kommunikation der endgültigen Verbraucherpreise für den September. Und es war eigentlich ähnlich, wie es auch schon vorkommuniziert wurde. Wir sind jetzt bei knapp unter 10%. Das hat sich jetzt auf 9,9% ergeben statt 10%. Es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Also es hat sich weniger viel getan. Trotzdem wirklich nicht schön. Ja, das heißt auf gut Deutsch, wir werden, und so ergibt es auch die Umfrage an den Volkswirten, definitiv weiterhin Zinsanpassungen hier vornehmen müssen. Und man geht jetzt für Europa von 0,75% aus, also so, dass wir am Jahresende wahrscheinlich bei 2,5% sein werden. Wenn wir uns das jetzt mal vergleichen mit dem amerikanischen Markt, dann sind wir ja noch ein gutes Stück davon entfernt. Das sind jetzt hier die Wetten auf die Zinsanpassung. Anpassung am 2. November 2022, also in ungefähr 2 Wochen. Und da gehen jetzt die Mehrheit von 0,75, also 75 Basispunkten aus, sodass man hier schlussendlich bei ungefähr 4% sein wird. Es hat sich wieder ein wenig relativiert. Vor einem Monat gab es noch Wetten auf 100 Basispunkte, also auf die Anhebung von 1%. Und für uns ist das natürlich wichtig, weil es natürlich viele Unternehmen gibt, die auch viele Kredite haben. Und das wird denen ja alles ein bisschen teurer. Und wenn die Kredite teurer werden, hat man natürlich weniger Geld für andere Investments. Und das schlägt sich natürlich schlussendlich auf den Umsatz nieder. Und natürlich auch auf den Aktienkurs, weil dann kommt es zu Gewinnwarnungen, Anpassungen etc. Und das zieht den Markt natürlich nach unten. So oder so ist der Ausblick natürlich fürs kommende Jahr weniger schön, aber wir beschäftigen uns ja jetzt mit der Situation akut. Ja, das heißt, wir beschäftigen uns ja als Optionshändler sowieso mit begrenzten Laufzeiten. Ja, für mich bedeutet es im Schnitt 60 Tage. Die sind für mich wichtig und darauf kalkuliere ich auch.
Des Weiteren sind wir ja gerade in der Earnings Season. Das heißt, die ersten Ergebnisse wurden kommuniziert. Und wenn ich jetzt nochmal den Freitag mit dazu nehme, da waren die ersten wichtigen Earnings, die kommuniziert wurden, nämlich der amerikanischen Großbanken. Und JP Morgan beispielsweise hat ziemlich gut abgeschnitten, Citigroup auch. Die Goldman Sachs hat auch gut abgeschnitten. Die ist jetzt, war das gestern oder war das vorgestern? Das war Bank of America, hat auch gut abgeschnitten. Charles Schwab auch. Und gestern war es dann mit Goldman Sachs. Die haben dann auch übererfüllt. Also diese Homepage hier übrigens, die kann ich wirklich empfehlen. Ja, also für die Earnings. Hier kann man nämlich auch noch die Filter entsprechend anpassen. Also ich habe mir jetzt nur die Megacaps, also die wirklich großen Unternehmen hier rausgesucht. Man kann das noch viel, viel feiner filtrieren. Ja, und das ist halt auch de facto kostenfrei. Da braucht man jetzt nicht extra eine bezahlpflichtige Seite oder Tool hier aufsuchen. Und wichtig ist natürlich immer, was steht hier in der letzten Spalte? Das ist ja sozusagen übererfüllt, untererfüllt. Und heute auch ganz wichtig, wenn wir uns mal die Earnings von heute anschauen, da ist ja Tesla heute Abend dabei und IBM auch. Ja, vorher für den ein oder anderen Value-Investoren wahrscheinlich auch interessant. Procter & Gamble, also die dürften jetzt gleich kommuniziert oder dürften jetzt schon kommuniziert haben, wie die Ergebnisse aussehen. Wenn wir mal anschauen, dann hatten wir ja gestern auch schon Johnson & Johnson. Ja, die haben das auch übererfüllt. Netflix auch. Das war für den einen oder anderen auch sehr überraschend. Ja, man sieht hier auch diese prozentuale Übererfüllung, ne, Surprise. Und Lockheed Martin hat auch übererfüllt. Also die Ergebnisse derzeit sehen ganz, ganz gut aus. Und wenn wir uns mal anschauen, was auch die letzten Tage passiert ist, ich gucke mir jetzt mal die letzten 5 Tage hier an. Eine Sekunde, Chart zurücksetzen. Ich mache das mal kurz ein bisschen übersichtlicher mit dem B weg. Und das waren natürlich schon extrem Tage, ne? Also wenn wir uns an den Freitag erinnern, wie er war, und dann ging es ja Montag wirklich hier richtig schön los und Dienstag auch, das war für den einen oder anderen, besonders für jene, die natürlich auch sich ein bisschen mehr mit dem Daytrading, Stichwort Zero DTI beschäftigen, auch eine anspruchsvolle Tage. Und ich bin mal gespannt, wie der heutige Tag sich entwickeln wird. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir immer noch um die 3.700er Marke hier rumkrebsen. Ja, das ist halt für uns ganz wichtig, dass wir diese dann halten und hoffentlich nach oben gehen. Für mich zum Beispiel ist hier schon wichtig, die gelbe Linie ist die EMA 20 Linie, also der exponentielle gleitende Durchschnitt für 20 Tage. Und das ist jetzt hier vom Kurs schon über erreicht. Und dahingehend habe ich auch eine Strategie, das ist eine Einkommensstrategie auf den SPX. Das heißt, das ist ein Eintrittskriterium für die Eröffnung dieser Strategie. Ja, und dann trade ich auf den SPX mit Optionen Low Delta, das heißt wirklich niedrige Deltas. Und das mache ich dann regelmäßig und immer wieder. Das nächste, was ich mir natürlich auch immer angucke, sind Bitcoin, also die Kryptowährung. Da ist auch für mich die 20.000er-Marke so eine Grenze. Das ist ja auch ein ziemlich empfindliches Papier. Also kann man natürlich auch als Panikindikator verwenden. Ich habe ja auf meiner Homepage auch den Panikbericht. Ja, das ist für mich ganz wichtig, dass ich mir den Markt natürlich anschaue, wie welche Faktoren reagieren. Und zukünftig werde ich wahrscheinlich auch noch Krypto mit als Panikindikator mit aufnehmen. Und da sind wir jetzt bei 19,2, sind wir jetzt auch schon ein paar Tage. Des Weiteren, was ich mir natürlich auch angucke, sind die Währungen. Der Euro-US-Dollar ist immer noch unter Pari, also unter 1. Da habe ich ja auch den Dollar-Stärke-Index da aufgezeigt. Den so gucke ich mir natürlich auch an. Genauso wie die Anleihen. Ja, also wir haben ja, oder ich mache ja auch immer einen Vergleich zwischen den langlaufenden, also zwischen den 10-jährigen Staatsanleihen und den kürzer laufenden 1- und 2-jährigen.
Und wir sind ja definitiv in einer Situation, wo wir weit, weit mehr bekommen als vor ja, kurzer Zeit. Das ist natürlich stark auch getrieben durch die Geldpolitik. Nichtsdestotrotz ist das natürlich jetzt auch eine Situation, wo man immer ja, mit einer gewissen Vorsicht am Markt gehen sollte. Ja, jetzt zu glauben, weil jetzt 2 Tage beispielsweise vielleicht ganz gut liefen, das ist jetzt alles vorbei. Ja, wir haben noch eine übertrieben hohe Inflation. Wir haben immer noch die Ziele von 2 bis 3%, die zu erreichen sind für die Inflation. Und zurzeit sieht es ja eher weniger danach aus, als dass das klappen könnte. Und wenn man dann natürlich noch von den Unternehmen gute Ergebnisse bekommt, dann muss man natürlich das alles ein bisschen anzweifeln. Was natürlich jetzt auch faktisch ist, dass so manche Märkte, das sind jetzt hier beispielsweise die Automärkte, die Immobilienmärkte, dass die halt schon nachlassen. Und es wird wahrscheinlich zu einem vermehrten Abschwung kommen, aber wir als Optionshändler haben ja das Glück, dass wir immer Möglichkeiten haben, doch zu reagieren bzw. zu agieren. Es gibt ja auch Strategien, ja, da ist man frei von den Richtungen der Underlyings. Ja. Ich will das nochmal hier kundtun. Wir können hier als Optionshändler nicht, also non-directional Trades aufsetzen, also nicht direktionale. Und da haben wir natürlich den Charme, dass das ein oder andere uns auch zugutekommt. Das ist beispielsweise die Volatilität. Also hier unten, das ist ja auch ein Volatilitätsindikator. Und dann sieht man halt hier unterhalb der roten Linie, das waren immer attraktiv hohe Volatilitäten. Und wir wissen ja als Optionshändler, wenn wir Optionen verkaufen, profitieren wir von einem Rückgang der Volatilität. Ja, also das heißt, solche Situationen sind natürlich auch gerne willkommen. Also jetzt zu sagen, von wegen, es ist jetzt alles zu panisch, wir machen es nicht, das ist dann natürlich falsch. Das ist genauso, wenn man sich meinen Panikbericht auf meiner Homepage anguckt und sieht, ab 6 Punkte, ja, ist eine wirklich spürbare Panik im Markt, aber das ist ein sehr guter Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt Optionen zu verkaufen. Ja, weil man kann natürlich, wenn die Vola hoch ist, also die Prämie dadurch natürlich auch nach oben getrieben ist, kann man natürlich auch sagen, pass mal auf, ich suche mir jetzt einfach was aus, was noch weiter vom Kurs weg ist, aber ich kriege ja sozusagen trotzdem noch eine hohe Prämie. Also das ist natürlich eine Möglichkeit, die man sich auch zugute machen sollte. Das nächste, was ich ja auch hier in dem Indikator habe, aber das kann man auch so herausfinden, ist dieses B für die Backwardation. Das ist ja hier die Terminstrukturkurve auf dem Volatilitätsindex, auf den VIX. Ja, und der ist ja sozusagen die Bepreisung der Optionen auf den S&P 500. Und hier können wir es wirklich schön sehen. Hier ist der Frontkontrakt teurer als der Folgekontrakt. Und das ist dann eine Backwardation. Im normalen Fall sollte es ja sozusagen so aussehen. Ja. Und wir haben jetzt wieder noch immer so eine Situation und solche Situationen sind natürlich trotzdem mit Vorsicht zu genießen. Ja, also all in würde ich jetzt hier vielleicht nicht machen. Ja, man kann natürlich diese Situation auch nutzen, ja, indem man halt die Volatilitätskurve auch regelmäßig beobachtet, weil wir sind jetzt in der Situation, dass die jetzt so ist, aber natürlich, wenn sie sich nach oben entwickelt, kann man ja auf diesen Zug aufspringen und diese Zugfahrt sozusagen mitnehmen. Ja, also diese Möglichkeit besteht natürlich auch. Was habe ich in den letzten Tagen gemacht? Das kann ich auch sagen. Also es ist gar nicht mal so verkehrt gewesen. Nämlich wir haben jetzt hier in den letzten 2 Tagen ordentlich viele Club-Trades geschlossen. Ja, wir haben ja hier einen Club übrigens, ne, von wegen, wer jetzt hier über FX Flat ein Konto eröffnet, der bekommt auch 2 Monate verlängert. Ja, da kann sich mal hier anschauen. Und wenn jemand Fragen hat, kann auch gerne ein kostenloses Erstgespräch mit mir vereinbaren. Und da machen wir halt auch solche Trades. Ja, das heißt, von wegen, wir kommunizieren die. Wir haben die jetzt auch in so einem Discord-Server. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das kennt. Ja, und da werden halt dann die Sachen hier auch kommuniziert, also wann ich die öffne und wann ich die schließe. Ganz, ganz wichtig. Und wie man sieht, haben wir gestern die Möglichkeit auch genutzt. Gestern ist ja der Markt auch ordentlich gestiegen, dass wir halt aus
dem ein oder anderen Kontrakt rausgegangen ist. Und hier sieht man ja auch, der Bull-Put-Spread auf JP Morgan, der wurde am Freitag eröffnet, und zwar am Freitag nach den Earnings. Und wenn wir uns jetzt nochmal zurückerinnern, dann waren ja die Earnings bei JP Morgan, die waren ja dann auch positiv. Ja. Und der Vorteil war einfach, dass bei JP Morgan die Vola noch ausreichend hoch war, dass ich sage von wegen, ich gehe dieses Risiko in Anführungszeichen in den Markt ein, weil selbst wenn der Kurs sich vielleicht nicht komplett in meine Richtung entwickelt, habe ich immer noch die Vola sozusagen auf meiner Seite, die relativ hohe Volatilität. Ja. Und das gucke ich mir halt dann auch hier im Konto an. Ja, dann gehe ich hier einfach mal drauf auf meine Chartanalyse. Ich habe jetzt hier beispielsweise mal die Werte schon eingestellt, die jetzt Post-Earnings sind, also die jetzt hier kommuniziert wurden. Und hier unten haben wir auch nochmal die Volatilität. Also hier kann man ja schon erkennen, dass wir grundsätzlich hohe Volatilitäten haben. Und dann gibt es hier auch noch bestimmte Kennziffern. Daran kann man auch erkennen, ist die Volatilität jetzt auch im Vergleich zur Vergangenheit hoch, weil isoliert betrachtet nützt das gar nichts. Ja, ich sage es mal so bei Tesla ist eine Volatilität von 40% oder 30% wahrscheinlich ganz unten. Ja, wenn man Coca-Cola 40% nimmt, ist es wahrscheinlich die höchste Volatilität im kompletten Jahr. Deshalb gibt es hier auch solche Möglichkeiten. Das ist der EV Percentile, es gibt auch den EV Rank, und die helfen dann natürlich zu eruieren, ob die Volatilität jetzt wirklich hoch ist oder nicht. Ja. Und das habe ich natürlich dann auch immer auf meiner Agenda, dass ich dann sage, ich will zwar auf der einen Seite natürlich Geld verdienen, das kriege ich nur, wenn die Volatilität ein bisschen höher ist, aber ich will natürlich auch die Wahrscheinlichkeit auf meiner Seite haben, dass die Volatilität jetzt nicht mehr steigt, weil eine steigende Volatilität für mich als Verkäufer ist natürlich schlecht, und ich versuche ja irgendwie sämtliche Wahrscheinlichkeiten auf meiner Seite zu haben. Ja, also von daher ist das wichtig, dass man sich das natürlich auch nochmal anschaut. Und ich gehe dann immer in die Trading View, gehe ich immer rein und gucke mir das dann an. Ich habe jetzt hier auch beispielsweise mal für Post-Earnings aufgemacht. Ja. Und wenn wir uns das jetzt hier bei JP Morgan anschauen, da bin ich ja jetzt am Freitag reingegangen, und da war das halt für mich hier ein wirklich schönes Signal. Klar, ich habe diesen Sprung, den habe ich nicht mitgemacht. Ja. Von hier nach hier habe ich nicht mitgemacht. Aber was wir hier natürlich sehen können, ist, wie sich die Subindikatoren entwickelt haben. Also ihr braucht nicht diesen O4W-Bestindikator. Das könnt ihr alles selber sozusagen machen. Ja, ist jetzt nur für mich alles auf einen Blick. Ja, dieser Indikator, der basiert ja auf diese Subindikatoren hier unten. Also den MACD, der ist ja frei zugänglich. Den ADX, den kriegt man auch. Jetzt habe ich den für mich hier ein bisschen gecustomized. Deshalb O4W, also von den Farben. Aber kriegt ihr alles hin. Und wenn ich dann hier sozusagen diese Indikatoren auch noch auf meiner Seite habe, dann sage ich, von wegen gehe ich rein, ja, für eine Brot- und Butterstrategie, wie ich sie nenne. Bei einer Hochwohler-Strategie, was das jetzt hier in dem Fall auch war, ist das anders. Da gehe ich auch rein, wenn ich jetzt keine grüne Kerze und kein grünes Open habe. Es sollte auf jeden Fall ein IVP von über 90% sein. Das heißt, die jetzige Volatilität, die dieser Wert hat, sollte mindestens in den Top 10 sein. Das heißt, 90% in den letzten 52 Wochen sollen niedriger von der Volatilität sein als die aktuelle Volatilität. Ja, und dann kann man sich das natürlich raussuchen. Für mich aber, und das möchte ich auch nochmal hier zeigen, gucke ich immer den Markt an. Das heißt, ich bin als allererstes, gucke ich mir den Markt an. Das ist jetzt der SPX für mich. Und mir reicht hier eine weiße Kerze. Ja, das heißt, es reicht von wegen, wenn nicht alle Indikatoren jetzt bullisch oder bärisch sind. Hauptsache, ich bin nicht bärisch. Ja, und wenn ich diese weiße Kerze habe, dann ist für mich halt der nächste Schritt, dass ich am besten nach Werten suche, die jetzt ein bisschen Rückenwind haben. Ja, und wenn ich mir jetzt mal Netflix anschaue, die haben ja heute mal nochmal, das ist ja mega, was die gemacht haben. Das wäre jetzt ein Kandidat gewesen, wo ich halt reingegangen wäre. Ja, dann wäre ich hier beispielsweise mit einem Bull-Put-Spread reingegangen.
Und wenn wir uns das jetzt nochmal angucken, wir haben jetzt auch die Bank of America oder JP Morgan, da bin ich ja rausgegangen, könnte ich eigentlich jetzt wieder reingehen. Ja, ich bin ja gestern, bin ich ja rausgegangen, als der ein bisschen höher war. Da könnte man natürlich jetzt wieder reingehen. Welche Banken haben wir jetzt noch? Also wenn wir jetzt mal in die Banken reinbleiben, Citibank ist jetzt nicht so attraktiv. Die Bank of America ist immer noch attraktiv, also wäre immer noch ein Kandidat, wo ich reingehe, hat natürlich den Charme. Sie kostet hier die Aktie nur 34,33. Das heißt, dann gucke ich natürlich, was kann ich dafür kriegen. Und dann gehe ich einfach mal auf Options Draht, nutze ich ja immer gerne. Hier können wir jetzt drauf gehen, gehen auf den Short Put und nehmen dann hier BAC, den Ticker Bank of America. Und wir haben ja jetzt das Glück, dass jetzt keine Earnings mehr in diesem Jahr anstehen. Die waren ja jetzt erst. Und dann ist natürlich das Nächste, was ich mache. Ich suche mir eine Laufzeit, die ein bisschen länger ist. Das sind jetzt hier 60 Tage. Und dann gucke ich mal, hier kann ich das Delta finden. Wir wären jetzt bei 34. Wenn wir da den Strike-Preis nehmen, bei einem Delta von 42. Ich muss natürlich niedriger gehen. Ja, ich will die Aktie nicht. Also es ist jetzt kein Cash-Secure-Put. Das ist rein prämiengetrieben. Das heißt, hier will ich definitiv nur die Prämie durch den Verkauf der Option einkassieren, mehr nicht. Also das ist bloß nicht in mein Depot. Also ich will die nicht haben. Ist noch immer 18er Delta, kann man vielleicht noch ein bisschen niedriger gehen. Gucke ich mir mal an. Das ist jetzt 38 Dollar. Würde für mich, also kann man machen für ein kleines Konto. Ich würde es jetzt hier so nicht machen. Ich sage immer, ich will mindestens einen Dollar am Tag verdienen. Das heißt, hier wäre ich bei 59 Dollar, ist bei so kleinen Werten natürlich recht schwierig. Aber hier könnte man natürlich dann mal schauen. Und wenn wir dann zurück in die Trading View gehen und dann gucken wir uns mal an. Hier ist noch nicht lange her, vom 13. Oktober hat natürlich einen ordentlichen Run gemacht, war halt bei 30. Aber wenn man sich den Rest anschaut, ist das natürlich schon ein bisschen länger her. Also hier könnte man einen Short Put auf Bank of America öffnen. Hier wäre jetzt für mich kein Kandidat, sind immer noch rot, ja, auch selbst danach. Goldman Sachs ist immer, ist grün, ja, ist in Ordnung, hat natürlich jetzt einen Unterschied, welchen? 310 Dollar. Das heißt, wenn ich da eine nackte Option draufschreiben würde, ja, das heißt, wenn ich jetzt eine Option mit dem Strike-Preis von 300 schreibe und ich nicht abgesichert bin und nichts und die Aktie schmiert ab, komme ich natürlich in die Pflicht, bei 300 die Aktie zu nehmen. Und das wären dann 300 Dollar mal 100 Aktien. Da wären wir schon alleine hierfür bei 30.000 Dollar, die wir dann sozusagen in unserem Depot dann haben sollten, ja, wenn wir die Aktie da auch bezahlen wollen. Ja, also da muss man natürlich vorsehen. Aber dafür gibt es ja auch zum Beispiel einen Bullput-Spread. Ich weiß, der ein oder andere, der schreit schon und sagt, es ist doch die 20K Verlustverrechnung. Ja, wenn das dann so ist, dann würde ich beispielsweise, wo ist es jetzt? Goldman Sachs hat nicht geklappt. So. Müssen wir neu laden. Eine Sekunde. Würde ich nämlich den Bullput-Spread aufmachen. Ja, und dann gehen wir halt hier rein. Gucken uns da mal an, was wir da hätten. Nur mal als Beispiel. Das wäre jetzt ein Delta von 12, ist in Ordnung. Wenn wir jetzt 20 Abstand nehmen, hätten wir ein Risiko von theoretisch 2000. Natürlich kommt noch die Prämie dazu, das heißt, die müssen wir noch abrechnen. 235. So, und da wären wir jetzt theoretisch bei 164 Dollar Prämie. Wenn wir das jetzt machen würden auf den 16. Dezember. Und was auch wichtig ist, wir haben jetzt 1336 maximalen Verlust und der ergibt sich ja daraus, dass wir hier 20 Abstand haben. Also hier kriege ich sie ja sozusagen für 255 angedient und hier kann ich sie für 235 wieder verkaufen. Das heißt, alles unter 235 ist schon mal kein Risiko. Das Risiko ist also hier zwischen maximal, das sind dann 20 Punkte mal 100, wären wir bei 2000. Abzüglich der 161 oder jetzt 156 Dollar Prämie würde dann schlussendlich ein Nettorisiko von diesen 1839 werden. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht ins Geld kommen, ja, die Chance auf Profit, läge hier bei 92%. Ja. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die man machen kann. Ich gucke mir natürlich immer an, 255. Wann war es das letzte Mal? Ja, gehe ich dann einfach mal hier so ein paar Tage zurück.
Und dann sieht man, es ist schon ein paar Tage her. Ja, es ist schon ein paar Tage her. Hier wären wir bei 255 ungefähr gewesen. Ja, das wäre am 24. Dezember 2020, also ist schon ein paar Tage her. Ja, das sind halt so Möglichkeiten, die man immer und immer wieder machen könnte. Ich habe am Samstag ist so ein Kongress hier Optionshändler, Höhle der Optionshändler, da mache ich auch das Thema Hedging. Und wenn ich jetzt beispielsweise mit so einem Bull-Put-Spread reingehe, mit so einem Bull-Put-Spread, wo ich dann sage, schreibe auf der einen Seite eine Put-Option, die ich verkaufe bei 255, ja, wenn ich das jetzt mal hier so mache, und bei 235 kaufe ich eine Put-Option, dann habe ich halt, wie gesagt, das Risiko liegt hier zwischen. Und hier bin ich abgehedged, hier bin ich safe, weil ich kann ja alles, was unter 235 ist, brauche ich ja nicht. Ich kann ja wieder für 235 verkaufen. Ja, das ist ja mein Recht. Ich habe das Recht, das zu machen. Das heißt, ich habe mit dieser gekauften Option, die kostet jetzt wie viel? $193, also 1,93 mal 100. Für $193 habe ich mir sozusagen ein theoretisch maximales Risiko von $23.500 erspart. Also die 235 mal 100 natürlich kalkuliert. Und das kann man natürlich auch anders machen. Man muss es ja jetzt nicht so machen, dass man die 235 nimmt. Nur, es sind zwei Punkte, die dahingehend wichtig sind. Das ist zum einen, wir haben ein Margin-Konto. Das heißt, wir müssen für die Eröffnung eines Trades eine Margin hinterlegen. Und wenn wir jetzt mit einem überschaubar großen Konto, ja, wie das Beispielkonto hier ist, ja, wenn wir uns das jetzt mal hier anschauen, ja, dann gucken wir mal hier drauf. Wir machen das mal. Wir machen jetzt einfach mal hier, gebe ich ein. Das habe ich ja schon, gebe ich mal hier Goldman Sachs ein. Können wir uns gerne mal angucken. Ja. Und hier sieht man halt, dass, so, Vorführeffekt, ne, dass hier natürlich in der Registerkarte ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten sind. Ja. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise den 16. Dezember wähle, wie eben auch angezeigt, kann man sich das natürlich hier aussuchen. Da kann man sich das natürlich auch überlegen, was für ein Risiko man eingeht. Es ist jetzt, es war jetzt ein Vorschlag, Delta um die 12 zu wählen. Ja, ich wähle immer so zwischen 7 und 12 für die verkaufte Option in der Brot- und Butter-Strategie. Aber man kann natürlich auch weiter zurückgehen und dann irgendwo weiter, weiter weg eine Put-Option kaufen. Ja, die ist dann günstiger, aber ist natürlich dann auch später, greift sie erst. Ja, und wie gesagt, wir haben hier unterschiedlichste Margin, die man sozusagen hinterlegen muss. Und wenn man keine gekaufte Option hier aufmacht, dann ist die Margin außergewöhnlich hoch. Und ich habe es ja hier. Hier haben wir sie, die Cushion, das ist das Polster. Also ich habe jetzt eine Margin-Auslastung von ungefähr 12,5%. Ja, also 87,5% habe ich noch Polster. Und das schlägt natürlich darauf ein. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wenn man tradet, dass man auch die Margin managt. Ja, es geht nicht immer nur um Verlustverrechnung managen. Auch wichtig, definitiv, wenn man die 20K-Problematik hat. Aber es geht natürlich auch darum, dass man hier die Margin managt. Weil wir verdienen ja sozusagen Geld mit unseren Trades. Und wenn ich jetzt hier bei jedem Trade, den ich hier habe, eine, weiß ich nicht, hohe Margin hinterlegen muss, dann bringt das ja nichts. Ja, dann ist das ja sozusagen nicht das, was uns hier hilft. Ja, deshalb immer wichtig für mich die Margin. Das ist einer der wesentlichen Punkte. Der zweite Punkt ist natürlich auch, ne, trade nach Plan und plane nach Trade. Das ist ja, oder auch andersrum, das ist ja auch ganz wichtig. Hier ist zum Beispiel etwas. Wir haben jetzt auf Royal Caribbean, haben wir jetzt gestern eine Option geschlossen. Ja, wir haben jetzt gestern, war es, die sind wir mit Positiv, sind wir rausgegangen, das war eine nackte Put-Option auf Royal Caribbean. Ja, die haben wir mit 44 geschlossen. Wir sind jetzt schon öfter mit Royal Caribbean drin gewesen. So, und dann habe ich die geschlossen und habe dann am Tag danach, also gestern, habe ich eine neue eröffnet. Da bin ich jetzt nah dran gegangen mit einem 45er. Für 3 Tage kriege ich $45,9 für.
Hier siehst du auch ein Bergholz-Spread. Was ist ein Bergholz-Spread? Gehen wir einfach mal hier rein. Gucken wir uns das an. Gehen wir mal hier rein. Thorsten, ich nutze mal den Moment, um eine Frage anzubringen. Ja. Lassen sich die Spreads durch Capped Optionsscheine nachbilden ohne Verlustverrechnungslimit? Lassen sich was? Lassen sich die Spreads Ja. durch Capped Optionsscheine nachbilden ohne Verlustverrechnungslimit? Ja, es ist natürlich ein alternativer Weg. Ja, also ich meine, ich bin kein Freund von den Optionsscheinen, aber wenn man jetzt schon mit den 20K durch ist, könnte man natürlich eine Alternative in diese Richtung überlegen, ja. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Nicht schlecht. Ja, also ist natürlich machbar. Ja. Was heißt natürlich, ist machbar. Aber ich würde das hier gar nicht als so schlimm sehen mit diesen 20K Verlustverrechnung. Ja, also klar, viele, die jetzt, weiß ich nicht, Zero DTE traden, die kommen wahrscheinlich schnell an die 20K. Aber wenn man das jetzt auch ein bisschen managt und auch ein Auge drauf hält, ich glaube, ich will jetzt keine Zahlen nennen, wie groß, mit was für einem Konto man traden kann, aber mit den 20K ist trotzdem noch immer einiges möglich. Ich würde jetzt nicht komplett nackt ins Rennen gehen, besonders nicht auf der Oberseite, hier auf der Call-Seite. Ja. So, Bear-Call-Spread, was ich hier habe. Wir sind hier reingegangen, wir haben schon öfter Royal Caribbean hier getradet und jetzt bin ich ja von ehemals 30 hier, da war eine verkaufte Put-Option, da bin ich jetzt auf 45 gegangen. Ja, da ist jetzt ein ordentlicher Run gewesen. So, ich habe bei 55 einen Bear Call Spread aufgemacht, bei 55, 75. Der hier nur als Schutz, ja, die obere, nur als Schutz. Und hier ist die verkaufte Call Option. Und diese verkaufte Call Option ist jetzt natürlich ordentlich im Minus. So, und ich sage, hier kann ich trotzdem noch die Möglichkeit nutzen, natürlich die Aktien zu kaufen, ja, im Falle dessen, wir sind hier dran. Oder wie ich das jetzt auch gemacht habe, ich gehe einfach jetzt auch mit den verkauften Put-Optionen näher da dran. Ja. Wenn ich die jetzt beispielsweise am Freitag angedient bekomme, der Kurs rutscht wieder auf 45, dann sage ich, ist vollkommen in Ordnung. Ja, also es wäre dann mehr so ein Cash-Equal-Put. Wenn nicht, spiele ich das Spiel weiter. Das heißt, dann geht das Gleiche wieder auf nächste Woche. Und dann habe ich wahrscheinlich wieder 60 Dollar verdient. Ja, und wenn ich dann die Aktie bekomme, ist auch nicht schlimm. Ja, also da sage ich ganz ehrlich, von wegen, wenn ich mir die Aktie des Unternehmens angeguckt habe und ich bin eigentlich, ich bin eigentlich zufrieden, sodass ich sage, selbst bei meinem 30.000er Clubdepot-Konto würde ich es aufnehmen, dann ist es in Ordnung. Nur nicht direkt hier mit Panik irgendwelche Trades schließen. Ja, also dass man da schon vorher überlegt, wie man da vorgeht. Ja, das muss man natürlich machen. Wenn ich vorher sage, ich gehe mit 200% Verlust raus, dann gehe ich mit 200% Verlust raus. Wenn ich aber vorher sage, von wegen, wenn die doch noch weiter steigen sollte, dann schreibe ich meine Put-Option regelmäßig, beziehungsweise ich kaufe die Aktie nach, dann ist es auch in Ordnung. Nur wichtig ist, dass man selber auch vorher festlegt, ja, wie man vorgeht, wenn das und das eintrifft. Nicht erst überlegen oder nicht erst eine Entscheidung treffen, wenn sie getroffen werden muss. Ja, sondern schon vorher die Entscheidung treffen. So. Genau. Ja, das sind so Punkte. Dann hatten wir hier auch, auf Crude Oil hatten wir ein Iron Condor geöffnet. Was ist ein Iron Condor? Kann man hier auch nochmal schön zeigen. Das finde ich ja das Schöne hier dran. Ich habe keinen Kontakt zu den Leuten hier. Ne? Also ich werde auch nicht von Iron Options oder so bezahlt. So, das ist ein Iron Condor. Und das ist ja hier, wir haben unten zwei verkaufte Option, einmal die verkaufte Put und einmal die verkaufte Call. Ja, die sind hier. Ja, das sind hier sozusagen dann die Ecken von denen. Ja. Und dann haben wir noch zur Absicherung, haben wir hier eine 260er und eine 360er oben. Das heißt, das Risiko auf der Unterseite wären dann 25 Punkte mal 100. Das sind dann 2500. Auf der anderen Seite, obere Seite, gleiches Spiel haben wir auch 2.500. Wir würden jetzt hier
für dieses Beispiel bei Goldman Sachs 948 bekommen und das wäre dann sozusagen unser Maximalrisiko. Und das Gleiche habe ich mit Öl gemacht. Und warum habe ich das gemacht? Wenn ich jetzt beispielsweise auch eher Long im Öl gesehen habe. Ich habe gesagt, hier, ich habe Griechen, diese Kennzahlen. Und ich habe das Vega, ja, das ist für die Volatilität, ja, das signalisiert, wenn die Volatilität abnimmt, ja, können wir hier schön zeigen, wenn die Volatilität abnimmt, dann mache ich mehr und schneller Profit. Und wenn ich natürlich jetzt sage, okay, die Volatilität von Öl, die war außergewöhnlich hoch, ja, die war außergewöhnlich hoch, können wir hier auch mal kurz gucken. 16. Dezember war die Option. Ja, und dann war ich hier ungefähr, bin ich reingegangen und habe ich gesehen, ey, das war die höchste, in Anführungszeichen, Vola des letzten Jahres. Dann weiß ich von wegen, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Vola zurückgeht, ist recht groß. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn der Kurs vielleicht ein bisschen gegen mich läuft. Ja? Und so war es schlussendlich auch, dass nachher der Effekt durch die fallende Vola einfach kam. Und die Vola ist dann runtergegangen und wir haben den Iron Condor auf Öl geschlossen. Jetzt haben wir noch weiterhin eine Bull-Put-Variante von Öl geöffnet. Ja, also die haben wir hier auch noch drin. Die ist jetzt noch im Minus. Das ist diese hier, heute ein bisschen angezogen. Das ist ein Bull-Put, läuft auch bis zum 16. November, also 28 Tage, geht auf den DAX, geht auf den Dezember Future. Und wie gesagt, den habe ich eröffnet, als Öl bei 92 war. Nicht vergessen, wir haben Öl eröffnet bei 78. Das heißt, der Ölpreis ist schon um 14 US-Dollar gestiegen. Und dann bin ich sozusagen als Hedge hier reingegangen und habe einen Bull-Put-Spread dann auf der Unterseite. Dann wollte ich sozusagen den Iron Condor, den wir aufgemacht haben, dem wollte ich dann bullische Unterstützung geben. Ja, dass das jetzt in Anführungszeichen nicht ganz aufging, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ja, das ist auch nicht so schlimm. Ja. Also von daher immer gucken von wegen, wo und was man macht. Das ist hier auch wirklich, der ein oder andere hat mir auch gesagt, wie kannst du auf Micron Technologies in der und der Zeit bla 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 so einen Wert traden. Da habe ich auch gesagt, die Volatilität war hoch, es war jetzt charttechnisch kein schlechtes Bild. Klar, von wegen der Krebs hier rum, den haben wir auch schon ein paar Tage auf, aber nicht schlimm. Ja, also das ist natürlich nicht mein Ziel, jetzt bis 58 Tage hier drin zu bleiben. Nur wenn es mal der Fall sein sollte, auch gut. Ich glaube aber nicht von wegen, dass es so lange bleibt. Bis dato war alles nicht so lange und dann macht man den ein oder anderen Trade auf. Was natürlich wichtig ist, ist immer, und das habe ich auf der World of Trading, da durfte ich auch dankenswerterweise durch die FX Flat einen Vortrag halten, das ging ja auch um Diversifikation, und da habe ich das ja auch kundgetan und habe gesagt, man sollte sich nicht nur auf ein Thema konzentrieren, ja, und das jetzt zu häufig machen, sondern das einfach alles diversifizieren, dass man mehrere Möglichkeiten hat. Ne? Das ist jetzt genauso, dass ich jetzt hier dran bin an so einer an so einen Übernacht-Trade was zu machen. Ja, also ich habe jetzt hier heute beispielsweise, bin ich, ich weiß nicht, um wie viel Uhr das war, ich glaube, das war heute Mittag heute Vormittag um 11 Uhr, habe ich hier so ein Iron Condor auf den Mini-Future vom S&P 500 eröffnet. Ja, der hat jetzt hier 103, also 1,03 ist aber nur die Hälfte, weil der hat nur einen Multiplikator von 50. Das heißt, hier wäre jetzt so für den Tag 50 Dollar theoretisch drin, ne, wenn er durchgeht, wenn er sich zwischen 3.625 und 3.825 entwickelt. Zum Zeitpunkt, als ich den Trade eröffnet habe, war der Wert, ne, der ES, also der Future, wird ja fast 24 Stunden am Tag getradet, lag der bei 3.725, 100 Punkte von dem Short Put auf der Unterseite und 100 Punkte auf der Short Call Oberseite entfernt. Und da habe ich halt noch die Möglichkeiten, hier und da vielleicht mal einzugreifen beziehungsweise das anzupassen. Aber dafür, und das ist halt dann auch wichtig, gucke ich mir natürlich auch immer die Charttechnik mitunter an. Das heißt, ich habe jetzt hier nicht nur die Trades hier bei uns im Server, sondern wir haben natürlich hier auch, dass ich hier immer Marktsentiment
dass man sich mal Dinge einfach auch anschaut. Das heißt, ich beschäftige mich natürlich immer mit dem Tagesgeschehen, besonders wenn man Tagestrades macht. Und dann gibt es ja von investing.com gibt es ja so schöne Seiten, wo man sich das dann auch mal hier einfach so täglich anschauen kann. Man kann es ja einstellen, wie man es macht. Und dann suche ich mir natürlich auch immer Support und Resistance, also Unterstützung und Widerstände, und gehe dann da rein. Ja? Das ist genauso, wie ich es auch letzte Mal gesagt habe, der Kalender. Das ist für mich einfach wichtig. Ja? Also ich weiß zum Beispiel, dass an manchen Tagen es auf jeden Fall volatiler werden kann und an manchen Tagen nicht. Und hier auf Forex Factory haben wir halt die Möglichkeiten. Ja, da brauchen wir uns nur die Farben angucken, was eventuell einen hohen Einfluss hat, High Impact Expanded, und was weniger hat. Und das kann man hier auch filtern. Ja, da sagt von wegen, Europa interessiert mich sowieso nicht, mache ich US-Dollar, und mich interessieren nur die Roten, dann mache ich mir einfach ganz pragmatisch, und dann weiß ich, dann sage ich jetzt beispielsweise, ey, für meine Trades, hier passe ich auf, hier gehe ich da nicht rein oder lasse das aus oder mache das danach. Handhabe es ähnlich wie mit den Earnings. Und auch bei den Earnings, wenn immer Leute überrascht sind, man kann auf der TradingView sich die Earnings anzeigen lassen, man kann es aber auch, ich habe es ja hier auch, das kann man sich einfach von Earnings Whispers, die werden immer am Samstag zur Verfügung gestellt, ups, da war das Falsche, und dann sieht man halt auch schon von wegen vor der Börseneröffnung und nach der Börseneröffnung, hier stehen die ganzen Werte drin, hier steht jetzt zum Beispiel auch Tesla und IBM, das, was ich eben erwähnt habe, von wegen, dass die heute nachbörslich ihre Ergebnisse kommunizieren, ja? Also dass man sich da auf jeden Fall schon mal drauf einstellen kann und nicht vielleicht vorher einen Tesla-Trade aufmacht, sondern sagt, ich warte lieber ab und gehe dann da rein. Ne, so wie wir das bei JP Morgan beispielsweise gemacht haben. Ne, das ist halt etwas, wo ich sage, von wegen, das sollte man dann auch irgendwie beherzigen, ne, dass man sich mit solchen Situationen auch mal auseinandersetzt. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, hier zu unseren Trades, zu unseren Möglichkeiten, dann wäre jetzt für mich beispielsweise JP Morgan immer noch ein Kandidat, den ich wiederholt traden würde. Ich habe jetzt schon 50% verdient, ich habe die jetzt in 2-3 Tagen ja jetzt zugemacht, aber ich gucke es mir an, ich könnte jetzt wieder einsteigen. Und dann gehe ich jetzt einfach mal rein. Ich gehe jetzt einfach mal hier in JP Morgan, ja, und suche mir hier auch wieder einen Bull-Put-Spread. Ja, das ist das Erste, was ich dann mache. Dann gehe ich hier rein, mache JPM, Ticker-Symbol, rein, bam, ist drin, 16. Dezember, Laufzeit, und hier unten ist ja die verkaufte, oben ist die gekaufte, das war der Trade, den ich auf hatte, da gibt es jetzt wirklich schon, sieht man richtig, ein bisschen weniger Geld, hier gehen wir mal rein, das ist jetzt auch ein Delta von 6, das ist natürlich wirklich niedrig, könnte man mal hier gucken, das wäre jetzt ein Delta von 14, würde ich nicht nehmen, würde ich ein Delta von 9 nehmen, ja, würde ich, und dann hätten wir jetzt hier 83 US-Dollar. Ja, wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, Chance auf Profit bei 94, gehen wir rein, gucken uns hier nochmal in der Chartanalyse an. Da sind wir noch bei 82% bei dem IVP. Das ist in bei 83%, das ist in Ordnung. Und 34,8, klar, es ist jetzt hier, es ist kein High-Vola-Wert. Ja. Hier war es schön, ja, hier war es wirklich schön. Ja. Da hat man natürlich von profitiert. Aber nichtsdestotrotz, es ist immer noch möglich, dass man diesen Wert hier tradet. Ja. Also da würde ich schon hingehen und sagen, den JP Morgan-Wert, den kann man auch wieder aufsetzen. Und wenn wir uns jetzt nochmal angucken, wo wären wir bei 100? Hier war er bei 101, also ist noch nicht lange her, aber die 100, die sind schon Ewigkeiten gewesen. Selbst hier, selbst als wir Corona hatten, war die Aktie in Anführungszeichen nur bei 80. Aber hier sieht man den mega, mega Abschwung, den JP Morgan gemacht hat. Ja, also das ist natürlich die Frage von wegen, also ich würde JP Morgan wiederholt reinstellen. Also JP Morgan wäre für mich auf jeden Fall ein Kandidat, den ich jetzt gerne wieder traden würde. Ja? Und da gehen wir halt rein. Ich mache es ja immer oldschool über das Klassische. Hole ich mir den Wert. Registerkarte, 16. Dezember. Hier auf der Seite sind die Put-Werte. Ja, was haben wir gesagt? 100,
Strategy Builder anklicken. Ah, ich nehme trotzdem lieber 95. Bin da. Ich weiß nicht von wegen. Ich habe immer dieses Delta 10 von wegen ist bei mir so eingefleischt und nehme dann hier. Man kann jetzt hier Delta, man kann jetzt hier, sieht man, das wäre im schlimmsten Fall $20, die wir für die Long-Option zahlen möchte. Man kann es natürlich auch ein bisschen strenger fassen, indem wir jetzt beispielsweise mal die 80 nehmen. Ja, wir sind bei 58 Tagen. Dann guckt man halt, dann nehme ich als erstes, nehme ich die rein, $77, gehe auf Übermitteln. Ich sehe jetzt hier, es ist noch in Ordnung. Das ist die Margin, die wir hier hinterlegen müssen. Ja. Vielleicht soll ich noch mal kurz einen Vergleich machen. Also merkt euch, 3,95. So, jetzt sind wir bei 908. Das heißt, das ist, hat sich mehr als verdoppelt dadurch, dass wir jetzt nicht die Long-Option mit hinzugezogen haben. Also das wollte ich eben sagen bei Margin Management, ne, dass das natürlich dann auch immer so eine wichtige Betrachtung ist. Ne. Wenn man halt was nackt macht, dann muss man natürlich auch das Risiko sozusagen mit der Margin dann bezahlen. Ne. 95, 80, 77, übermitteln, rein. So. Jetzt gucke ich nochmal, sehe das hier bei offen. Das sind also diese Schließorder, die ich hier schon mal vorab hier reingesetzt habe. Und hier ist noch offen. Kann man natürlich jetzt ein bisschen entgegengehen. Ich würde jetzt mal auf 72 gehen. Aber dann würde ich jetzt erstmal warten. Also da würde ich jetzt erstmal ein paar Minütchen warten. Ja, das ist wichtig. Sind da noch Fragen gekommen, Flo? Ja, sind noch reingekommen. Sehr gut. Die erste wäre, gut, was ist die optimale Laufzeit für Bull-Put-Spreads? Ja, das ist natürlich eine Strategiefrage. Bull-Put-Spread kann man natürlich mit unterschiedlichsten Kriterien aufmachen. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Vola-Trade macht, man hat auch meistens eine bessere Profit von der Vola bei einer länger laufenden Laufzeit, ja, dann würde ich das nehmen. Das kommt natürlich immer drauf an. Also ich würde immer mit 45 Tagen anfangen. Ja, also 45 Tagen und länger. Damit würde ich anfangen. Okay, dann was hältst du davon, die verkauften Optionen beim Iron Condor zu rollen, wenn die Verlustkanten erreicht werden? Ja, ist gut. Gut, aber mir fällt da noch was anderes, fällt mir noch was Besseres zu ein. Habt da schon mal vielleicht von einem anderen Iron Condor, dann habt ihr nämlich eine ganz andere Alternative. Ich mache mal einen auf, das will ich mal kurz zeigen. Das passt jetzt gerade kurz zu Fragen. Iron Condor haben wir jetzt hier. Wir sehen jetzt hier den Graphen. Wir nehmen jetzt mal wirklich, das ist jetzt ein Delta von 9. Das ist jetzt ein Delta, das ist ein bisschen zu klein. Auch ein Delta von 9. Wir nehmen mal 140. Und hier nehmen wir mal 75. Jetzt mache ich Folgendes. Ich werde mehrere, hier draufklicken, dann kann man automatisch die anderen mit anpassen. Jetzt haben wir vier. Ich habe vier Iron Condors jetzt aufgemacht. Chart Range, ganz typisch. Ne, das ist das, was der Kollege gerade meinte. Wenn man die Kanten erreicht hat, die dann zu rollen. Ja, das ist natürlich eine Sache, die kann man natürlich machen. Ich würde normalerweise immer den kompletten rollen. Ich meine, machen kann man es ja trotzdem. So, aber was ich jetzt zeigen wollte, um die Kanten ein bisschen attraktiver zu machen, ja, kann man sich ja natürlich noch ein bisschen upsafen, indem man jetzt eine Put-Option dazu holt. Aber nicht vier, sondern eine. Und eine Call-Option dazu holt. Ja, kann man. So. Sieht ein bisschen anders aus. Ja? Hat auch einen Effekt auf Chance auf Profit, aber hier in dem Bereich bekommt ihr $263. Normalerweise ist ja die Prämie in dem ganzen Bereich gleich. Ja? Also das, was man bekommt. Jetzt hat man aber durch den Zukauf der Absicherung bei der gekauften Put und der gekauften Call noch hier einen Mega-Effekt. Also hier würde man, wenn man dann an den Kanten wäre, gerade richtig profitieren. Und das hat einen psychologischen Effekt, weil normalerweise kriegt man ja
Ja, da wird man ja auf einmal ein bisschen nervös, wenn man am Rand kommt. Und hier ist es ja dann andersrum. Ja? Dann kommt ja schon so eine Vorfreude, wenn man hier hinkommt. Wenn man hier, grundsätzlich verdient man 263 Dollar. Aber genau in diesem Bereich hat man halt einen Mega-Impact. Das ist sozusagen so ein gepimpter Iron Condor. Der ist natürlich hochgradig attraktiv für die ein oder andere Situation. Ja? Beispiel auch für Earning Trades. Ja, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt mal einen Earning Trade, kann man natürlich auch mal hier ausprobieren. Also ich bin gerade dabei, das hier für bestimmte Bereiche zu testen. Hat natürlich wieder negativ für die 20K Verlustverrechnung, weil das muss man ja bezahlen. Ja. Außer, darf man auch nicht vergessen, wenn es jetzt positiv wird, relativiert das die 20K natürlich. Ne. Aber das ist natürlich auch eine ganz, ganz tolle Sache. Ach, da könnte ich übrigens ein YouTube-Video mal zu machen. Nee, ist eine wirklich schöne Sache. Ja, gut. Ja. Was sind noch für Fragen? Werden die Fundamentaldaten der Basiswerte vorab geprüft? Kommt drauf an. Also, wenn ich jetzt beispielsweise etwas mache, was investorenlastig ist, wo ich sage, die will ich auch ins Depot haben, dann prüfe ich natürlich fundamental, definitiv. Ja, weil ich will nichts im Depot haben, wo ich nachher sage, oh Mist, die sind ja stark verschuldet oder die sind ja auf dem absteigenden Ast. Das nicht. Wenn ich jetzt auf cash-generierende Strategien gehe, was ich ja jetzt regelmäßig mache, dann gucke ich mir den Wert trotzdem mit einem Quick-Check ab, ja, damit ich auch weiß, ungefähr, was ich da sozusagen trade. Aber ich mache keine tiefgehende Fundamentalanalyse. Ja. Also das mache ich nicht, aber ich mache einen Quick-Check, ja. Okay, alles klar. Dann, bei wie viel Prozent stellst du die Positionen glatt, in Klammern Schließorder? Die Schließorder zurzeit bin ich mal relativ kurz drin, also auch wie gesagt situativ. Für die jetzige Phase gehe ich bzw. wir in diesem Clubdepot gehen wir bei 50% raus. Okay. Profit, ne? So, dann war es das mit den Fragen. Na, sehr gut. Jetzt hat mir gerade ein Clubmitglied gesagt, das heißt Batman Pattern. Ja, hätte ich mir auch irgendwie denken können. Also ich wusste jetzt nicht mehr, wie das heißt. Ich habe das irgendwo, ne? Nee, nee. Also das ist wirklich, das ist nicht verkehrt. Ja, also das kann man auf jeden Fall gut mitnehmen. Ja. Wir gucken uns nochmal ganz kurz an, wo wir jetzt gerade sind. Sind immer noch bei 72. Ich gehe jetzt mal auf 70, aber das ist jetzt auch mein letztes Gebot. Ja, also da muss man auch manchmal ein bisschen warten, ja. Genau. Ja. Ja, wenn da nichts mehr ist, dann würde ich sagen, wir haben jetzt was getradet. Was wir nächste Mal machen, weil ich habe diesbezüglich auch zwei E-Mails bekommen, ist halt einen kompletten Weg, wie ich von dem Wert, wie ich auf den Wert komme, wie ich den Wert prüfe und wie ich den nachher mit der und der Strategie umsetze. Also da wollte jemand oder wollten zwei den kompletten Weg sehen und den werden wir dann komplett einfach mal durchgehen. Ja. Okay, gut. Dann, warte mal. Ja, komme ich jetzt gleich noch drauf ein. Alles klar, dann sage ich danke, Thorsten. Super. Gerade kam jetzt noch eine Frage rein. Ja, das Ganze wurde aufgezeichnet. Gibt es dann im Anschluss auf YouTube. Ich weiß nicht, ob es heute schon online kommt, sonst morgen im Laufe des Tages. Ja, ich sag mal vielen Dank an alle Teilnehmer, die schon da waren, also dabei waren. Danke auch an Thorsten. Und ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend, ja, also einen schönen Tag noch. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf die Positionen auf. Aber bevor ich jetzt hier beende, Thorsten, du hast noch eine Frage gekriegt. Wie laufen die Club-Calls ab? Das kannst du noch eben machen. Club Calls laufen wie folgt ab. Einmal die Woche, 19 Uhr donnerstags, zurzeit also jeden Donnerstag um 19 Uhr per Zoom. Ja. Die laufen wie folgt ab. Wir treffen uns mit allem Mann. Wir haben einen ganz netten Moderator, das ist auch ein Clubmitglied. Ich bin sozusagen der Entertainer. Ich gehe durch dieses Zoom-Meeting durch mit Marktanalyse, Trade-Analyse, Umsetzung der Trades und last but not least ist natürlich noch immer ein Austausch mit den Clubmitgliedern möglich. Das heißt, das ist interaktiv. Man muss nicht nur zuhören, man kann auch sozusagen Fragen stellen und die werden wir dann auch beantworten. Wir haben auch Trade-Ideen. Das heißt, wenn
der ein oder andere eine Idee hat. Ja, wenn wir mal die Idee checken, beziehungsweise ich gucke mir an, ob ich die Idee für gut heiße, beziehungsweise ob wir die vielleicht sogar in unserem Club Trade Depot dann umsetzen werden. Ja, genau. So läuft's ab. Okay, alles klar. Dann super. Schönen Tag an alle, schönen Tag an Danke, dich, Thorsten. Viel Spaß, viel Erfolg. Ciao, ciao.